Jo Leute, was geht ab? Hier ist jetzt das lang ersehnte Video zu dem gestrigen, also am 23.07. von der Volksbank veranstalteten Turnier Cup der Regionen. Dort konnte man sich anmelden und hoffen, dass man einen Startplatz kriegt, wenn man Kunde einer Volksbank in unserer Region hier ist. Und ich bin das und ich wurde auch genommen. Und ja, gestern hat das alles stattgefunden. Ich fand es krass, wie die Volksbank das ja aufgezogen hat. Es wurde wirklich live auf ihrem Twitch-Kanal gezeigt. Die Spiele und auch richtig mit professionellen Kommentatoren kommentiert und ihr seht auch gleich, mein erstes Game wurde auch direkt, beziehungsweise mein zweites Game, nee, mein drittes, ja, ich sag euch gleich warum, wurde auch direkt komplett live gestreamt mit dem Komplett, das gucken wir uns einfach an, weil es war einfach ein geiles Feeling zu spielen und nebenbei hatte ich diesen Stream an und höre, wie die live dieses Spiel kommentieren, richtig, richtig geil und ja, ihr seht jetzt hier Runde 1. Da sehr, sehr viele nicht gekommen sind, sich angemeldet hatten, nicht gekommen sind, hatten sehr, sehr viele, ja, ein Freilos als Gegner und auch ich habe meine erste Partie 3-0 gegen Freilos 126 gewonnen. Ich glaube, es gab nur hier gab es ein Spiel, die mussten gegeneinander spielen, hier. Und ja, vielleicht seht ihr sogar ein paar Namen, die ihr kennt. Könnt ihr mal kurz hier irgendwie stoppen und mal durchlesen. Ihr seht, wie viele das waren. Also viele Erstrundenpartien. So, in der zweiten Runde musste ich dann gegen Emra, Mustafa, Enis, Mohamed, also das sind immer die richtigen Namen und das ist der PSN-Account-Name. Dort habe ich dann 3-0 gewonnen, dazu habe ich jetzt keinerlei Video leider. Das ist aber nicht schlimm, weil er hat aufgegeben. Da habe ich das dann 3-0 mehr oder weniger ohne Gegenwehr gewonnen. Hier ist übrigens interessant, Mika Schula, Operschlau, hat hier 2-1 gewonnen. Warum ich das sage? Weil ich jetzt gegen ihn muss oder musste in der dritten Runde hier. Ja, und ich muss jetzt in der dritten Runde gegen Mika Schula. Das steht jetzt hier unten, da gehe ich aber noch nicht runter, weil ihr dann das Ergebnis seht. Ich will euch jetzt hier erstmal zeigen, ja, wie dieses Spiel gestreamt wurde, gezeigt wurde. Und zwar ist das... So, und hier habe ich dieses Spiel aufgenommen auf deren, ja, von der Volksbank hier auf diesem Twitch-Kanal. Und, man musste selber das Spiel streamen, das habe ich auf meinen Kanal gestreamt und dann sind die auf meinen Kanal gegangen und konnten dann mal durch meine Sicht das Spiel sehen, weil anders geht's halt nicht, wenn man Online-Turniere macht. Und ja, was jetzt ganz interessant ist, es ist leider sehr leise, ich kann es nicht lauter machen. Ich habe jetzt alles auf, ich habe das irgendwie zu leise aufgenommen, aber ich glaube, wir kriegen das hin, man hört's. Und ja, ich finde es einfach, wir gucken das ganze Spiel komplett an und ich finde es einfach interessant, ja, ein Spiel mal richtig kommentiert zu hören und das seht ihr jetzt einfach. Immer die ersten Matches, da kriegen wir immer so Nachrichten. Zeitspiel und Co. So, wir gehen jetzt mal rein. Aber es gehört ganz normal dazu. Das ist nun mal E-Sport. Es geht um was. Es geht um was, Chat. Es geht darum, heute. Ich halte erstmal die Klappe. 4K Samsung UHD TV zu holen, eine PlayStation 5 oder in Deutschland. So, ich mache mal kurz Pause. Also, ich bin rot. Ihr seht auch gleich meinen Namen. Kovic137 steht darüber. Ich bin rot, Liverpool. Und mein Gegner ist Gladbach. Der Mika Schuler. Und gespielt wird 2x6 Minuten und alle Spieler haben die gleiche Wertung, 90. Also alle Spieler sind gleich, keine mal, du hättest jetzt auch zweite Ligamannschaften nehmen können, Bremen, irgendwen, die hätten alle 90er gehabt. Ich habe mich für Liverpool entschieden und ja, dann schauen wir uns jetzt einfach das Game mal an, ist auf jeden Fall sehenswert. Und 12.000 FIFA-Points und dementsprechend... Und ich war sehr nervös, ich habe wirklich gezittert auf dem Sofa, ich weiß nicht, meine Hände, ich war einfach nervös, weil es einfach was anderes war, ne? Ist auch Zeitspiel ein... Und übrigens muss ich die PS4-Version spielen von FIFA. Leute, dieses Spiel ist immer noch furchtbar schlecht. Thema. Und spielt sich so ja, kacke. Auf der PS5 ist es ja nochmal ein Stück geiler, aber auf der PS4 ist es krampf. So, aber ich will jetzt mal den Kommentator hören. Und da darf man nicht böse drüber sein, wenn es dann tatsächlich einer macht. Also, weil... das ist nun mal... Einfach auch, ich bin rot, ne? Zum Beispiel, wenn man das unterlegen oder Teampressing macht der andere an. Also ich kenne das von mir, wenn der Gegner Teampressing anschmeißt ab der 70. Spielminute. Ja. Wenn der Gegner Teampressing anschmeißt ab der 70. Spielminute, dann haue ich auch gerne mal ein bisschen Zeitspiel an. Also da muss man schon mal mit klarkommen. Klar, ab der ersten Minute ist das tatsächlich auch von mir aus gesehen dann ehrenlos, aber... Ansonsten ist Zeitspiel natürlich ein ganz normales Ding. Da sitzt der Freistoß dann einmal. So ein Ding. Ach, Tolga, du bist sehr, sehr gut. Oh, was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte?
genau das habe ich mir auch gedacht. Ihr hört mich übrigens irgendwann auch mal schreien, weil ich ja im Hintergrund mein Mikrofon vergessen hatte auszumachen. Und das ist ja meine Aufnahme hier. Aber das war ein Witz, ne? Das ist schon wieder typisch FIFA, da habe ich mich schon wieder aufgeregt. Was macht bitte mein Torwart da? Ach, Tolga, du bist sehr, sehr gut. Oh, was ist das denn bitte? Was ist das denn bitte? Das ist ein bisschen ein Querschläger gewesen. Da wusste keiner mehr, wo der Ball ist offensichtlich. Und dann wird er am Ende nochmal geblockt. Der Keeper vor allen Dingen hat da die riesen Schwierigkeiten. Alisson, das kennt man von ihm sonst nicht so. Und jetzt kommt der lange Ball direkt vorne raus. Bleibt auch am Mann, Wijnaldum. Nur mal für euch, wir sehen Christoph von rechts nach links. Der kommt mit dem FC Liverpool und wir sehen den Mika von links nach rechts. Ist doch cool, wenn er so den Namen sah. Irgendwie ist schon geil gemacht von der Volksbank. Schön, dass du mit eingeschaltet hast und hier mit am Start bist. Lazaro. Ja, die Grätsche und dann eine gute Freistoßsituation. Kurz gucken, nehme ich auf. Ja, nicht, dass ich hier umsonst jetzt. Die Möglichkeit, das Ding mal aufs Tor zu bringen. Ja, Gegner hat Freistoß. Auf den Gegner, Lolo. Ja, das ist dann immer, wenn man schnell war, dann hat man so ein kleines Päuschen. Ui, der war gut geschossen. Direkt mal ans Aluminium. Also die beiden. Die machen ihr Gas von Beginn an. Ja, wir beide geben Gas, aber man muss schon sagen, er war bisher klar besser, ne? Also ich habe kaum Chancen bisher gehabt. Es kann schon mal ein bisschen dauern, Tolga. Also nicht wundern, sollte das in den nächsten 2-3 Minuten nicht passiert sein, dann kannst du nochmal die Admins darauf hinweisen. Wichtig ist, dass du einen Haken im Discord bekommst, sobald du den Haken bekommst. Wird das Ergebnis auch eingetragen. Manchmal kann das auch mal 1-2 Minuten dauern, weil unsere Admins ja auch andere Dinge zu tun haben, wie vielleicht sich auseinanderzusetzen mit Konflikten, wenn da irgendwas nicht richtig eingestellt war oder ähnliches. Und Whoopi, Dankeschön für deinen Follow. Den anderen Follow davor habe ich verpasst, wer das war. Auch da vielen, vielen Dank. 2 Follows sind reingeschneit. Schön, dass ihr alle so fleißig mit am Start seid und dass ihr auch im Chat aktiv seid. Lass mich mal wissen, habt ihr Lust auf eine kleine Wette, also auf so eine kleine Vorhersage mit Kanalpunkten? Die sammelt ihr ja unten links im. Also, es ist schon cool, jetzt mal richtig zuzuhören, wie er so das Spiel kommentiert. Er agiert natürlich auch viel mit dem Chat und sagt jetzt, sie machen jetzt so eine Wette und sowas. Das habe ich gar nicht beim Spielen selber mitbekommen, weil ich habe mich natürlich auf mein Spiel konzentriert. Es ist ganz interessant, das jetzt mal zu hören, was die alle so geredet haben. Auf diesem Account wohlgemerkt. Ich glaube, auf dem anderen Account habe ich 50.000 oder so. Also wenn ihr Lust habt auf eine kleine Vorhersage, sagt Bescheid, dann richte ich mal was ein, Chat. Dann können wir hier nämlich nochmal gucken, ob es zum Schluss hin nochmal spannend wird. Es ist bis jetzt natürlich hier spannend in dieser Partie. 0-0 nach 22 Spielminuten. Es gibt einen kleinen Vorteil aktuell für die Gladbacher. Ja, er sagt es auch, Vorteil für die Gladbacher, aber der Angriff hat gerade gut gespielt. Aber jetzt Liverpool, jetzt! Christoph mit Wijnaldum, aber der. Es ist cool, wie er das kommentiert und auch die Spielernamen dann so sagt. Sommer den Ball ohne Probleme aufnehmen, der lange Ball raus. Richtung Thuram, deutlich zu lang hätte ich jetzt gesagt. Jawohl, der Ball ist im Aus, gibt Einwurf. Trent Alexander-Arnold. Da habt ihr mich jetzt gerade im Hintergrund gehört. Der Stream ist natürlich ein bisschen verzögert und ja, wir schauen uns einfach mal an, was jetzt passiert, wenn ich Tor geschrien habe. Viel Raum mit Mo Salah auf der anderen Seite und dann ist er irgendwie drin. Also ja. Erwartet hätte ich es ehrlich gesagt nicht. Ja. Da sehen wir Salah, Ball in die Mitte. Ja, das war irgendwie. Der erste fliegt drüber. Weiß ich selbst nicht, wie der reingegangen ist. Nochmal viel Raum mit Mo Salah auf der anderen Seite. Und ganz komisches Ding. Irgendwie drin. Also, aber auch cool, wie er das kommentiert. Also, erwartet hätte er hört sich schon gesagt, wie so ein echter Professioneller an. Das finde ich Salah, cool.
Ball in die Mitte. Und ich kenne auch die Stimme von dem. Also ich glaube sogar, das ist einer von The Zone oder so. Ne? Also das glaube ich schon. Ich kenne die vom Namen nicht, aber das ist, glaube ich, einer. Der erste fliegt drüber. Man hört, man kennt die Stimme. Wijnaldum, der doch nochmal vom Verteidiger an diesen Ball kommt. Wichtiges Ding. Ball ist drin. Ja, da habe ich jetzt 1-0 geführt. Mehr oder weniger aus dem Nichts, muss ich auch sagen. Liverpool und Gegner war ein bisschen besser. Noch gesagt, Mika mit leichten Spielvorteilen. Zu Beginn dieser Partie hatte die besseren Chancen. Ja, da ist erstmal dran, Alisson. Fabinho. Vorhersage von Chris und Mika. Ja, jetzt wäre jetzt Juko interessant. Wir können ja mal eine starten, Chat. Wir machen mal eine Vorhersage. Gibt es ein Tor in der 80. Spielminute? Komm. Das haben wir mal raus. Ich bin gespannt, wer Lust hat, an einer kleinen Kanalwette mit teilzunehmen. Wir haben 5 Minuten. Die Frage ist, gibt es ab der 80. Spielminute ein Törchen? Also wenn ein Törchen fällt, oh, das ist stark gemacht. Mit ein bisschen Glück muss man sagen, den ersten Abschluss bekommt er den zweiten wieder auf den Fuß. Ich habe mal eine kleine Wette geöffnet, ob in den letzten 10 Ingame-Minuten dieser Partie tatsächlich ein Törchen fällt. Und die ersten sliden auch schon rein. Gefällt mir. Lazaro versucht hier quer zu legen. Wieder ein Verteidiger. Also ich habe wirklich nur irgendwie einen Torschuss gehabt und der ist bisher drin gewesen. Mit Schwierigkeiten den Ball zu verarbeiten. Dadurch. Und merkt euch übrigens mal, ich führe 1-0. Das kommt nachher noch. Ist jetzt nicht so wichtig, aber merkt euch das mal. Ich führe 1-0. Wieder auf dem Weg nach vorne. Stoppt allerdings erneut von der Defensive. Nicht ganz, Jambo. Grüß dich. Nicht ganz. Ein paar Kilometer sind es tatsächlich. Also nach Hannover zum Beispiel habe ich, glaube ich, 150 Kilometer. Wieso habe ich da so geschrien? Ach da, deswegen. Also man hört halt meinen Schreien, weil der Stream natürlich verzögert ist. Ich habe vergessen, mein Mikrofon auszumachen, was hier auf dem Tisch lag. Und ich habe hinten auf dem Sofa. Diese langen Abschläge vorne. Aber ich führe 1-0. Aber die landen dann immer wieder im Aus. Es ist ein ausgeglichenes Spiel. Er ist ein bisschen besser, finde ich. Aber hat natürlich jetzt nicht auch jede Sekunde irgendwelche Torchancen. Ja. Er ist trotzdem richtig interessant, das von einem richtigen Profi-Kommentator irgendwie. Zur Halbzeit. Warte mal, die Stats hatte ich mir gar nicht angeguckt. Jetzt gibt es hier erstmal den Pfiff zur Halbzeit. Ja, also Schüsse aufs Tor hat er auch nur 4. Ein bisschen mehr Schüsse. So, Ballbesitz hatte ich aber mehr. Also ausgeglichen, sage ich mal. Zeit. Jetzt sieht man das halt aus meiner Sicht, weil ich halt live streame. Ich weiß gar nicht, wechsle ich da jetzt? Oder? Immer noch die Möglichkeit, ja, ich nehme eine gelbe Karte raus. Leitet gerne rein. Und ich glaube, ich stelle ein bisschen defensiv. Nee, eure Punkte. Wer weiß, was wir damit in Zukunft vorhaben. Ja, ich mache ausgeglichen, weil ich ja führe. Und ja, jetzt geht's direkt weiter. Und da müsst ihr jetzt genau hingucken. So, gehen wir rein. Halbzeit 2 und Lazaro mit einem einfachen Dribbling an allen vorbei. Ja, das war natürlich bitter. In der 47. Spielminute den Ausgleich. Ah, ist cool, wie er das kommentiert. Das war zu einfach. Das ist doch was Besonderes. Das ist, Lazaro am ist schon Ende cool, wenn unbedrängt einer so dein Spiel kommentiert. Allein das war es mir schon wert, da mitzumachen. Und ich bin immerhin. Ja, Runde 1 geschafft, Runde 2 geschafft, das ist die Runde 3. Und das seht ihr jetzt, ob ich schaffe oder nicht. Wer macht das denn? Christopher oder Mika? Mika hatte einen besseren Start in diese Partie. Aber gegen Ende der ersten Halbzeit ging das 1-0 schon in Ordnung. Jetzt meldet er sich mit voller Stärke wieder zurück. Versenkt den Ball diesmal. Und sie
sichert sich erstmal das Unentschieden. Bleibt auch hartnäckig. Vor allen Dingen diese langen Bälle vorne in die Spitze. Versucht er immer wieder. Auf der anderen Seite Christoph. Nein! Ja. Wieder stark zurückkommt. Ja, da war der Schrei, weil ich die Chance verkackt habe. Das macht er gut insgesamt. Ich spoiler immer mit meinen Schreien ein bisschen. Gefährlicher aus und auch die Ecke. Na gut, wir haben übrigens schon den ein oder anderen Spieler in Runde 3 mittlerweile. Startet auch gerne wirklich rein in die Partie. Hier auch sehr gut von mir geholt. Aber was vorbei ist. Auch schlecht. Langsam aber sicher wird Liverpool und damit Christoph auch immer stärker in ja. Der Partie. Das haben wir im Endeffekt exakt dasselbe Bild. Haben wir schon in Halbzeit 1 gesehen. Jetzt wurde ich echt besser. Der Kabine startet sehr gut rein. Da habe ich jetzt viele Ballbesitz auch gehabt und ein bisschen nach vorne, aber so richtige Chancen. Hofmann, das ist stark gemacht. Und hat durchaus auch hier wieder ein Trefferchen verdient gehabt. Sie mühen sich, aber sie bekommen nicht genügend Tore zustande. Beide. Und so heißt das Ergebnis 1-1. Es ist ein spannendes Spiel mit Möglichkeiten auf beiden Seiten, aber die Tore, die fehlen. Das ist wieder starkes Spiel. Lazaro, eine Riesentat von Alisson Becker. Was ist das denn bitte? Da streckt er sich und lenkt das Ding noch an den Pfosten. Lazaro eigentlich blank vor der Kiste. Aber dieser Alisson Becker im Tor der Liverpooler. Der ist geil, wie er das kommentiert. Richtig raus. Mo Salah treibt nochmal über die Außen. Die Flanke, das ist für Sommer überhaupt kein Problem. Im Tor der Gladbacher, im Tor von Mika. Und der immer wieder mit diesen langen Bällen vorne rein. Was passiert jetzt? Jogo Jota. Ah, genau, da habe ich mich geärgert. Der ist da. Ein bisschen zu lang. Sehr gespannt. Die Vorhersage ist übrigens abgeschlossen. Punktetechnisch 44-56% rausgegangen. Stimmtechnisch müsste ich mir mal angucken. Ja, 2-4. Also in Richtung Nein. Ihr tendiert dazu, dass in den letzten 10 Minuten kein Türchen fällt. Ich bin immer ein Freund davon, gerade bei diesen Toren in den letzten 10 Minuten auf Ja zu gehen. Ich bin extra still, weil ich hier diesen Kommentator hören will. Ne? Also das ist schon was Besonderes. Ja, wichtiges Ding! Jota! Und dann ist er drin. Irgendwie. So ein bisschen aus dem Nichts. Weil das müssen wir nochmal... Ihr hört mich ja schon, wie ich brülle. Oh, jetzt klingelt wer an der Tür. So, weiter geht's. Toren in den letzten 10 Minuten auf Ja zu gehen. Gerade wenn man auf... Achso, ja, wir wollten uns jetzt nochmal das Tor angucken. Das hier sieht. Ja! Da jubel ich halt schon. Ich hätte das Mikro ausmachen müssen, aber egal. Wichtiges Ding! Aber es war gut gespielt. Ich laufe über außen, Mitte, Pass. Jota! Und dann ist er drin. Irgendwie. So ein bisschen aus dem Nichts. Ja, das Spiel war echt ein bisschen eingeschlafen. Die letzten 5 bis 10 Ingame-Minuten. Jetzt gehe ich. Gar nichts passiert. Jetzt will ich einfach nur verteidigen, Alter. Ey, und ja. Vor der Kiste, macht ihr seht jetzt, ob gut geht oder nicht. Und jetzt hat er noch 15 Minuten auf der Uhr. Die Partie erstmal gedreht. Christoph jetzt vorne. Ja, guck, und er sagt jetzt gedreht. Er sagt es auch gleich nochmal, dass ich es gedreht habe. Ich habe es nicht gedreht. Ich habe 1-0 geführt. Aber ist ja auch egal, ist nicht schlimm. Wir erinnern uns, Mika führte mit 1-0. Nee, das stimmt nicht. Aber das kann man sehen. Aber ich habe ja 1-0 geführt. Aber es ist egal. Ja, hier Van Dijk schon mit gelber Karte.
Und ich habe da wirklich gezittert wie Espenlaub, ne? Ich habe da kein. Spannende Phase der Partie. Ich habe da wirklich gezittert am Controller. Also es ist schon was anderes gewesen. Und nur ein Treffer davon trennt hier ins Golden Goal zu gehen, sondern auch wegen unserer Kanalpunktewette. 2 zu 4 nach Stimmen. Nazaro. Richtung Thüram. Van Dijk, sehr gut. Mitgegangen. Hermann, stark Richtung Lazaro. Und wieder Alisson Becker. Also bei dem darf sich Christoph nachher bedanken. Einmal diese Riesentat, wo er den Ball an den Pfosten lenkt. Und jetzt ist er wieder gut da. Macht den Winkel spitz. Schwierig, den am Ende zu versenken. Macht sich groß, hält das Ding erneut. Hermann. Hermann. Boah. Van Dijk mit allem, was er hat. Also Van Dijk ist schon gelb vorbelastet. Da habe ich Glück gehabt, dass das kein Foul war. Setzt. Aber jetzt. Dann gibt's hier. Jetzt müsst ihr mich, glaube ich, schon wieder vorher hören. Passt auf. Rot. Nein! Und jetzt seht ihr, was passiert ist. Stendel. Eine Ikone im Gladbach-Trikot. Hier wieder ein Foul, das ist Virgil van Dijk und der sieht rot. Und ich drücke jetzt oben schon Start, weil ich auch denke, er kriegt jetzt gelb-rot. Er hatte schon gelb und wenn so eine Animation hier kommt, dachte ich jetzt auch gelb-rot. Guck mal, der was ist passiert. Muss gelb-rot sehen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Also, wenn er den jetzt nur ab... Er mahnt ihn tatsächlich nur ab. Und das ist geil, wie er das kommentiert, als wenn es ein echtes Spiel ist. Und das ist ja das Geile daran. Und er mahnt ihn wirklich... Und das ist ein ganz, ganz bitteres Ding für Mika. Und ich hatte jetzt hier schon Start gedrückt, jetzt wechsle ich trotzdem, zwar nicht Van Dijk, aber ich wechsle nochmal ein paar Frische rein. Das ist ein ganz, ganz bitteres Ding für Mika. Van Dijk müsste eigentlich auch raus, weil ich erinnere nochmal dran, sollte hier doch noch das 2:2 fallen und Van Dijk irgendwie gelb-rot gesperrt werden. Dann ist diese gelb-rote Karte... Pass auf, was passiert. Langer Ball. Er kommt raus. Und jetzt Mo Salah. Und jetzt vergessen wir, wollte ich sagen, alles, worüber ich gesprochen habe, denkste. Ja, das war auch geil, wie er das kommentiert. Aber das ist schon, es war schon was Besonderes, wenn so ein Profi-Kommentator dein Spiel kommentiert. Es ist schon geil. Rote Karte. Erstmal wieder herzustellen. Oh, und jetzt Mo Salah. Und jetzt Mo Salah. Und jetzt vergessen wir, wollte ich sagen, alles, worüber ich gesprochen geil habe, denkste. Der geht nicht rein, ey. 89. Das Ding vergibt er. Das wäre die Entscheidung gewesen. Und jetzt noch ein Angriff für die Gladbacher. Stindl, wieder faul. Nochmal, Hermann. Hermann. Jetzt muss er aufpassen, hier kann er die Grätsche nicht ansetzen. Wijnaldum, Einwurf. Und Joey Gomez sieht nochmal die gelbe Karte. Oh mein Gott. So, und jetzt ist Feierabend. Jetzt kann Christoph hier mal durchatmen. Aber es war ein steiniger Weg, den er gegangen ist. Mit Höhen und Tiefen und mit einem Virgil van Dijk, der so kurz davor war, gelb-rot zu sehen. Nichtsdestotrotz, Christoph dreht die Partie nach zwischenzeitlichem 1-0 Rückstand auf 2:1 und sichert sich den Einzug ins Achtelfinale. Alter, und wir springen in die nächste Partie. Ja, das war meine Drittrundenpartie, die ich glücklicherweise 2:1 gewonnen habe mit viel Glück. Aber ja, es ist einfach geil, wie er das kommentiert hat und so. Ja, ich würde auch sagen, ich werde jetzt hier das Video beenden. Wenn ihr sehen wollt, wie das Achtelfinale lief, die nächste Runde, weil das war schon das Achtelfinale, dann schaut in der nächsten Folge rein. Bis dann.